Willkommen zurück zu unserer Moneymakers Rallye im Jahr 2022. Obwohl wir erst 66 Jahre geschafft haben, aber die Zeitrechnung ist bei uns sowieso etwas anders. Und bei uns, meine ich, spielt mit mir mit die Killer Mandy. Hallo, die Killer Mandy. Hallo. Und natürlich momentan auf Platz 1, aber hoffentlich nicht mehr lange, der Schnube. Hallo, hoffentlich nicht mehr lange Platz 1, Schnube. Hallo, 66 Jahre, wie alt bin ich da jetzt? 67. Also das Jahr wurde auf jeden Fall nach, also das Ding, egal. ich frage mich sowieso, warum ich jetzt eigentlich dran bin und nicht die Killer-Menti, weil sonst fängt eigentlich über die Killer-Menti an. Keine Ahnung, aber das hat Schiff gerade auch gefragt. Das verwundert aber mich. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, fängt nicht immer Killer Mandy zuerst an? Eigentlich schon. Aber Killer Mandy sagt es gerade im Hintergrund, ich wollte noch eine Frage stellen. Das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich mal überlegt gehabt, auch wenn Schnupe jetzt gerade noch führt, aber trotzdem, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr glaubt, wer das Ding am Ende gewinnen wird. Also entweder der Jaro oder der momentane Platz 3 oder der im roten Auto. Das wäre gut, wenn wir das wissen. Schreibt es einfach mal unten oder rein. Oder die Killer Mandy, die auf Platz 2 ist. Nein, die Killer Mandy nicht. Oder schreibt einfach nichts und das bedeutet, dass der Schnupe gewinnt. Okay, ich lege einfach mal direkt los. Ich war nämlich 21 Felder. Achso, was sind wir denn eigentlich? Achso, wir müssen ja hier nach Rumänien. Ich frage mich noch. Wohin noch? Doch, wir sind gerade in Russland und wir müssen dann also kannst du nur im Suffe aussprechen. Ja, definitiv. Bestimmt, was mal Geld will. Ich frage mich trotzdem, warum ich anfange. Hat bestimmt was mit Mentys Computer zu tun. Nee. Definitiv doch. Du bist nämlich jetzt dran, Killer Menti. Definitiv, nein. Dafür kriegst du den R-Regel als Strafe. Oh, die versteckten Karte hat er zerschnippelt. Oh. Aber du hast ja noch eine, stimmt. Du warst ja die mit dem Inventar voll mit versteckten Karten. Nee, mit dem Doppelkarten und also doppelt versteckt und sowas, hast du selber nicht mehr gefunden. Das kommt ja zu mir. Oh. Den kriegst du auch gleich wieder. Also den Arschloch retten. Wenn der jetzt eine 4 wirft, eine 10, gut behalten. Killamenti rast schon wieder Richtung Ziel. Da vorne bin ich. Hallo Killamenti. Ja. Nee, ich hab den doch gar nicht. Wo ist er denn? Nee, du hast ihn ja. Nee, den. Achso, ja. Hast du vor allem gerade noch gesagt. Achso, das ist. Wir sollen 66 Jahre spielen. Ja, außerdem ist es ziemlich warm draußen. Wir sind ja mitten im Sommer. Er hat hier gerade eine Karte zerschnippelt. Ja, die Einfeldkarte von Stube. Jetzt geht er weg. Oh, es kommt ja zu mir. Nee. Das ist aber ein Lieber. Geh weg. Du Ungetüm. Oh, Stube mit einer 11. Das ist aber auch irgendwie komisch. Runter musste. Hättest du ihn ja auch direkt an Killer Menti weitergeben können. Aber nein, Schnupe bleibt 21 Felder entfernt. Ist glücklich. Ein Tornado frisst die Stadt auf. Ja, vor allem frisst die Stadt auf. Tornado mit. Auch eine Einfeldkarte. Sag mal, muss das sein? Ich habe mir die Karte mühselig zusammen. Warte mal, ich mache erstmal eine Übernahme. Geht ihr da im Sack? So, Zagreb, quasi so Wohnräume, was sind das? Bungalows oder wie? Toll! Mach selber! Flüchtlingsunterkünfte. In Zagreb? Achso, die Leute da flüchten überall hin. Achso. Hauptsache weg von zu Hause. Zumindest bin ich jetzt in Chisinau, das klingt eher nach Killer Menti. Oder Killer Menti, was sagst du zu? Ich habe die ganze meine Vermutung, dass du jetzt den Harald Rubens wieder kriegst. Nee, Killer Menti wird jetzt erstmal gewinnen. Also mit einer 10? Ja, Killer Menti ist übrigens dran. Achso. Hä? Ja, du bist trotzdem dran. Also, nee, Killer Menti war alles okay. Oh, ich hab sie gesehen. Eine 11. Das ist ja weit weg. Einfeld vorm Ziel. Der hätte jetzt die Einfeldkarte gebrauchen können. Die er uns ja zerschnippelt hat. Oh, da ist es. Oh, da ist jetzt eine Einfeldkarte drunter. Karten blockieren, Karte. Na gut, das würde ich jetzt nicht mehr einsetzen. Schnupe ist 21 Felder entfernt. Spiele ich ja keine Gitarre mehr. Um das mal am Rande zu erwähnen. Kann ich aber irgendwie. Oh, hab ich das Gefühl. Wie sind bei mir? Also, ich bin der Zweiter, stimmt. Ach ja, kriegst du die 80.000 in der Ukraine, kannst du dein Hotel wieder kriegen, wenn es da steht. Super. Sehr makaber, Schnupe, wirklich. Hotel in der Ukraine, oh nicht schlecht. Aber jetzt kommst du erstmal für Geld. Drüben ist ein Geschenk. Ah ne, du bist ja nicht Killer Menti. Killer Menti hat Stoff gestopft.
Ist eine 8, okay. Oder ich würfe erstmal näher ran, weil. Nimm 5 Würfel. Das ist eine 8 dabei. Nein! Das ist keine 1, das ist eine 5. Mag ja nicht ihre Stärke. Oh ne, bei Gilamenti hakt es schon wieder mal. Na toll. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, nach langem Warten, also nach langem Warten war es nicht, ihr habt bloß den Text gerade gesehen, sind wir zurück und wir spielen lieber mal schnell die Etappe zu Ende, weil nicht, dass Killerman die wieder vorhat, abzukacken. So, jetzt würfel ich wirklich eine 1, wie Killerman die schon gesagt hat. Danke. Yeah. So muss es sein, nicht anders. Oh ja, und dann nochmal Geld verloren. Danke, Killerman die, echt. Bitte. Vielleicht liegt es bei Mandy auch an ihrem Windows 3.11. Das kann auch sein. Das Ganze hat eigentlich startet es über DOS. Ne? Genau, ne? Das ist doch eigentlich schon fast sowas gewesen. Ja, ey! Oh, jetzt dürfen wir noch eine Runde aussetzen, Schnube. Also die Killer Mandy ist heute echt. Ja, erst schrottet sie ihren Computer. Ja, jetzt ist sie noch total verbuggt und lieb zu uns. Toll, danke Killer Mandy, wirklich, Pfeife! Oh nein! Casino ist ja schon ein rotes Tuch geworden. Ja, weil ein Roulette kommt. Der Killer Menti, hast du alles gesehen, ja? Okay. Ja. Drei Felder vom Ziel. Jetzt kannst du dir nochmal alles angucken. Ja, du darfst direkt nochmal. Du musst aussetzen! Aber ich bin an derselben Stelle. Ja, ach. Du nee, wie vorm Crash. Achso, ja. Das stimmt, ich habe ja meine 1 gewürfelt und habe noch den Udo hier an der Backe. Ja, da war ich stand links neben dem Geschenk. Ah, ja, stimmt, habe ich ja noch gesagt gerade. Oh, da ist ein Geschenk, Killerman, die hat Stoff gestürzt. Nimm 5 Würfel. Ach ne, fast. Wenn sie das ein paar Mal macht, hat sie die 5 Würfel. Ja, da eine 5 war aber dabei, Killerman. Du bist übrigens in Rumänien angekommen. Also bist du Zweiter, was soll das? Hä? Komm, ey. Und jetzt Schnube. Würfel und so. In der 14 kannst du ja endlich. Jetzt kannst du das Geschenk durch. Ja. Ein Geschenk. In dem Geschenk war ein Geschenk. Schönes Geschenk. Ja. Was macht man mit einer Geschenkkarte? Ich glaube, da kriegst du irgendwas geschenkt, wenn du irgendwo was noch Kunststück. Wenn irgendwas freigekommen, also wenn du jetzt irgendwo in der Stadt bist hier, wo noch was zu kaufen ist, da kannst du da das einsetzen, kriegst du das geschenkt, da musst du es nicht bezahlen. Eine 6. Eine tolle, eine Einfeldkarte habe ich ja nicht mehr, das hat der Klaus Uwe mir ja weggeknallt. Oh nee. Ich will nicht. Eine 7, Alter, habe ich das selbst. Nee, ich riskiere das jetzt hier. Killer Mandy, du musst den jetzt mal nehmen. Bitteschön. Killer Mandy jetzt hier den Leviten gelesen. Und jetzt Killer Mandy. Würfelt mit eine 3! Er würfelt die mit einem Würfel und würfelt direkt eine 3. Das gibt's doch. Wo weiß ich nicht, 2 Würfel genommen, wäre nie eine 3 geboten. Ja. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, Killer Mandy. Und wir gehen zum Lotto. So, da spiele ich mit 8 Dingern hier. Schnube auch und Killer Mandy natürlich auch. Oh, das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Ja, das sieht ja scheiße aus, ey. Ich hab's am meisten angewichst, ja. Hat zumindest nicht einen falschen getroffen. Killer Menti, möchtest du das verkaufen? Nein. Killer Menti, jetzt geht's ab in die nächste Stadt. Und zwar nach Budapest in Ungarn. Aber vorher darfst du aussuchen, was denn passieren soll als Sonderregel. Entweder gar nichts. 10% mehr auf Strafzahlungsfeldern im Zielland oder 10% mehr auf Einkommensfeldern. Strafzahlung? Das machst du nur wegen Schnupe. Sicher. Was denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo Ungarn ist. Ich weiß nicht, wo meine Wörter sind. Aber Schnupe ist in der Ukraine. Also Ungarn doch gar nicht so weit weg, hä? Ich weiß nicht, ob die es hören. Keine Ahnung. Wechselt zum langsamsten Spieler, genau. Es fällt nur noch unter Ukraine und dann noch so Bomber hinten rein. Das Navi ist deaktiviert, steht da. Extra für dich. Aber Ungarn, von der Ukraine aus, ist das nicht etwas südlich, so südwestlich? Oder? Ach, ich bin jetzt total. Sag mal, ich weiß, wo München ist. Oh, was würfelst denn du? War das jetzt Absicht? Nein! War das jetzt Absicht? Ich höre Schnuppe nicht mehr.
Was denn? Achso. Oh. Ich hab dich gefragt, ob das Absicht war mit dem Würfel. Wieso? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ja, du hast jetzt mit der 1-2 Würfel hast du gewürfelt. Warum? Achso. Navi ist deaktiviert. Ja, achso, das Navi ist deaktiviert, deswegen wahrscheinlich. Das könnte sein. Rumänien. Boah, ich muss mir überlegen, wo Rumänien ist. Warte mal, gucken, ich muss unten gucken. Rumänien ist, warte mal, nicht da. Warte mal, ich guck mal, ich fahr mal hier weiter. Ich bin jetzt hier, ich bin ja in Ungarn. Also hier irgendwo ist das Ziel. Ah, da unten. Hier. Mhm. Aber ich hab keine 2-Felder-Karte. Kilamendi, 2-Felder-Karte ran. Oh, das Jahr ist rum. Jahre war der Beste, sag mal. Und es ist dran, die Kilamendi. Der Navi ist da deaktiviert. Ich weiß, wo das Ziel ist. Warum sehe ich eigentlich... Achso, ja, stimmt. Ich sehe ja, wie weit ihr entfernt seid. Stimmt. Aber wenn Kilamendi das einsetzen kann, dann muss jetzt nur die passende Zahl dabei sein. Ich sag nichts. Sie war nicht dabei. Es war mir klar, dass es nicht dabei war, wenn du 9 Felder auseinander warst. Achso, ja. Stimmt. Schnupe ist noch ein bisschen weiter entfernt. Ist ja fast dreistellig bei Schnupe. Du Irre! Ich wollte eigentlich nur Würfel, ne? Schnupe? Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir alle hier, wir werden jetzt aber eingezogen. Sein. Aber Schnupe darf würfeln. Killer Mandy? Warum ich? Achso, ich wollte jetzt einfach einen Namen nennen. Du hast doch... Ich hab gar nichts, ich lieb... 6 Felderkarte Schnupe. Ich kann dir so viel verraten, das bringt dir noch nichts. So. Ja, Schnupe wird da, hä? 3 Felder. Oh nein! So. Nicht der! So, jetzt geht's aber hier ab. Das kann ich euch aber versprechen, meine Gutsten. Benni, kannst du mal deinen Computer abstürzen lassen? Ja, echt? Nein! Ich wünsche mir das gerade auch, ehrlich. Jetzt hast du Grund. Ja, ne? Ein bunten Hund. Nein. Clementi, du bist dran. Das ist eine scheiß Runde. Erstmal so eine Arschversammlung, dann geht einer auf den Kindershop, Kartenshop. Ja, dann schmeißt Clementi einen Monitor aus dem Fernsehen, aus dem Fernseher aus dem Fenster. In den Fernseher. Hier, Monitor ist der Fernseher. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Ach Mist, jetzt wissen sie ja alle, dass Kilamenti doch hier wohnt. Mist. Ja, aber wie konnte ich das noch vergessen? Also nicht zu erwähnen. Also ich habe es ja erwähnt, aber... Da liegt das halt... Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Oh nein! Oh Blackjack, oh Gott, weißer Johannes. Weißer Johannes, Gott sei Dank. Also, aber dein Haufen wird aber immer größer. Hab ich mal früher auf dem Globo gedacht. Und dann hat sie gezogen. Oh, ne 20, gut, Kilamendi, Mendi. Das ist der Sieg. Nee. Oh, bei Gleichstand. Oder kriegst du noch die Hälfte? Ja, irgendwie unentschieden, ja, irgendwie. Ist egal, nimmst du trotzdem mit. Ja. Tja, der hat jetzt irgendwas von Stube weggenommen oder gegeben. Achso, von dem hast du es vielleicht gekriegt, den 1 und 2 Würfel. Weil du hast den schon wieder. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Die hat der Bösewicht dir gegeben, der Erik. Ach so, schön. Jetzt habe ich sie nämlich mal gesehen, da stand nämlich irgendwas unten da. Ich geschenkt. Das hat er aber früher nicht gemacht, im ersten Volk. Der war da lieb. Ja, da hat er zumindest endlich 1-2 Würfel gegeben. Nee, und 7 kommt ihn immer. So, ich weiß, dass ich hier runter muss. Das Navi kann übrigens langsam wieder bei erscheinen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ach, das ist wieder da. Ich sehe die Karte unten. Cool! 13 Felder bin ich entfernt. Huh! Okay, der Mandy, hast du eine 7? 5 Würfel wollte ich nehmen. Eine 8. Nicht schon wieder gewinnen. Also, es ist gut. Meine Gutste. Was sagst du dazu? Mhm. So, du bist ein Feld, deine erste. Killer-Mandy? In Bratislava ist es nicht auch dort? Stube geistert in Polen rum? Und so ein paar Zigaretten, ne? Und die 12? Ja, auch nicht schlecht. Ach ja, stimmt, du hast ja deine grüne Linie letztes Mal wieder aktiviert. So, und Stube heizt nach. Da geht's nicht lang, du bist gespannt. Ach nee, da war nur wegen Zug. Da ist er Zug, ja.
Die Bremsen deines Rollators haben versagt. Statt dort. Oder vom Erik? Ich weiß gar nicht. Irgendwelche Bremsen haben versagt. Ja. Der hat mir glaube ich hinten drauf geknallt. Die Sau. Mit drei. Nee, ich will nicht auf rotes Feld. Ja, da muss ich. Mist. Ja. Ich hab's ja verstanden. Kilament, das hast du gefälligst nicht gehört. Dankeschön fürs Gespräch, meine Gutste. Eine 3, kriegst du die hin? Voll, mit einem Würfel. Und eine 5, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Bier im Schrank. Kilamenti? Geistert um die Welt. Hä? Nee, der kannst du. So wird das nicht. Skippet auf Frank? Nee. Nee. Das ist alles möglich. Ja, ist es. Nee, sammelst du ein paar Mark ein, ne? Klar. Oh, kannst du wieder was investieren? Erfolgschancen 38%. Heieiei. Aber der Gewinn wird mal 4 gerechnet. Es geht ja. Tomat wird wieder lieb. Es ist wieder ganz lieb, ja. Aber alles bei Schnupe. Öde. Aber Schnupe darf eine 4 würfeln. Uff. Fast, ich hab dich schon gesehen. Ja. Eine 6. Einkommen, es gibt eine Kohle. Und nochmal eine oben drauf. Irgendwo hinten in die Fresse haben. So eine 10, aber ich würfel jetzt keine. Nee. Eine 2, in der Fahrt. Eine 2? Perfekt. Killer Mandy. Ich zieh jetzt eine Karte. Also ich muss eine weg. Ich muss eine wegmachen. Ich wollte vorher eine raushauen. Ich nehme 2 Felder weg. Und kriege eine 2 Felderkarte vielleicht. Eine 5 Würfel, gut, das ist ein guter Deal. So, na gut. Da die Folge sonst länger geht als geplant, da Killer Mandy ja ihr Computer gecrashed hat, beenden wir das Elend und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.